Der Mercedes SL ist eine fahrende Legende, die ihren Ursprung bereits im Jahr 1952 hat und uns seither insbesondere an den Flaniermeilen, aber auch auf kurvigen Bergstraßen begleitet. Und hier haben wir die letzte Ausbaustufe des neuesten Mercedes SL. Aber damit wir wissen, wovon wir eigentlich reden, haben wir unser älteres Semester eingeladen. Nicht den Ronny, sondern sein Auto. Und es ist so unfassbar und fast kitschig schön hier in Bad Liechtenstein mit den beiden Autos. Was mich am meisten fasziniert, ist, dass rund 70 Jahre Entwicklungsgeschichte zwischen dem 190er SL aus den 50er Jahren und dem aktuellen sind. Ich weiß nicht, was mich mehr begeistert und mehr fasziniert. Zum einen, was Mercedes schon in den 50er Jahren machbar gemacht hat, nämlich so ein betörend schönes Auto technologisch hochwertig auf vier Räder zu stellen, oder was man mit dem SL63 geschafft hat, nämlich wahrscheinlich das beste Auto der Welt im Roadster-Segment jetzt hier zu präsentieren. Und was der neue wirklich kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Und da schielen wir einmal auf die Gemeinsamkeiten, die sich beide SL-Generationen teilen. Die Silhouette zum Beispiel. Beide haben eine lange Motorhaube und ein sportlich kurzes Heck. Während der Oldtimer mit seinen runden Scheinwerfern fast freundlich dreinschaut, zeigt der neue SL mit seinem bösen Blick, zu welch sportlichen Glanztaten er fähig ist. Der neue SL ist nicht nur ein Mercedes, sondern auch ein echter AMG. Er wurde nämlich ausschließlich bei der Spaßabteilung in Affalterbach entwickelt. Und was das bedeutet? Ganz klar, viel mehr Dynamik. In jüngerer Vergangenheit, da stand das SL dann halt doch eher für sehr luxuriös und nicht für sportlich leicht wie früher mal. Nehmen wir mal das Dach her. Während der Mercedes SL der Baureihe R230 Anfang des Jahrtausends einer der Pioniere war für die faltbaren Blechdächer, in dem Fall war es aber Aluminium, geht der neue SL wieder zurück auf ein Stoffdach. Na, das macht ihm viel leichter, alleine mal das Dach 27 Kilo und wie ich finde auch viel schöner. Das Stoffverdeck öffnet sich in nur 15 Sekunden bei bis zu 60 km/h. Und dank Nackenföhn und Sitzheizung hat der Cabrio-Spaß keine Einschränkungen, was die Jahreszeit betrifft. Wir freuen uns allerdings über belüftete Sitze. An heißen Sommertagen durchaus ein Komfortgewinn und auch ein echter Vorteil im Vergleich zu den klassischen SL-Modellen. Ins Cockpit ist richtig viel Hirnschmalz reingeflossen, denn das interagiert mit der Stellung des Dachs. Wenn man das Dach zum Beispiel öffnet, ändert sich der Winkel vom 11,9 Zoll Touchscreen von 12 auf 32 Grad und stellt somit sicher, dass man nicht geblendet wird. Das Cruisen, das wohl größte Talent seiner direkten Vorgänger, hat auch der neue SL nicht verlernt. Aber der große Roadster kann auch anders. Sportlich, schnell und dynamisch. Und dafür braucht man ein passendes Aggregat. Die Motorenfrage, die beantwortet unser gefahrenes Modell mit dem V8. Da hat Mercedes wirklich ganz oben ins Regal gegriffen. 4 Liter Hubraum, Biturbo, 585 PS, 800 Newtonmeter, die den Weg auf die Straße über alle Viere finden. Allradantrieb, eine Premiere beim SL. Und so sprintet er in nur 3,6 Sekunden auf Landstraßentempo. Und das Ganze immer untermalt von einem Sound, den wir in naher Zukunft ganz sicher fürs UNESCO-Weltkulturerbe vorschlagen werden. Und für alle, die es wirklich wissen wollen, der SL63 schafft maximal 315 Kilometer pro Stunde. Ganz entspannt. Der neue Mercedes SL ist speziell in dieser Konfiguration eine unfassbare Maschine. Extrem schnell, aber wenn man möchte, eben auch sehr komfortabel. Und das macht ihn halt aus, den Gipfel des Automobilbaus. Ja, ist das Großartigste, was ich in der letzten Zeit bewegt habe. Und was mich besonders freut, ist, dass Mercedes wieder zu den Wurzeln zurückgefunden hat. SL steht ja für superleicht oder sportlich leicht. Und in den letzten Jahrzehnten sind die SL-Modelle ein bisschen üppig geworden. Aber der neue ist eine echte Fahrmaschine und super agil. Und jetzt also eine ganz hypothetische Frage, wenn du die beiden jetzt nebeneinander siehst. Welcher kommt in die Garage? Die Frage stelle ich mir, seitdem ich den neuen SL das erste Mal gesehen habe. Da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf. Am besten beide genauso in eine Garage.